Gott sien nieet Volk op Erden Nummer 7. Jun Redner is Johan Dyck. Als Gott onze eerste Eltern uit dem Paradies rütjuch, dann leidt dort für die Menschheit ziemlich dunkel. Die Menschen wären in den Sinn gefallen, und nu wir jeder Mensch von der Natur uit in Sünder. Dort meint, dort wie Menschen gar nicht anders kennen als Sündien. Da wär ein Leid dort so dunkel. Aber ein mat wie immer bedenken, Gott wär noch lang nicht um eng, wann die Menschen noch um eng wären. Wann dort bi die Menschen noch uit wär, hat Gott noch mal rot angefangen. Hei hat je einfach ne Versprechung gejeft, dort do von ihrer Nachkommenschaft noch mal in Radar kommen wird. Der wird die Schlange, den Beisenfiend, den Kopf verkleuen. Dort meint, des Radar wird den Sotun alle Macht verdorben, so dass die Menschen würden ne Gelegenheit kriegen, sich vor Gott zu entschlüten. Dort erste Buch Moses sagt uns dann sehr viel darüber, wo dort mit dieser Nachkommenschaft wieder ging, wovon des Radar kommen soll. Meine letzte Predigten handelten sich über Abraham. Hei wie ein besonderer Mensch in dieser langen Nachkommenschaft. Wie's hei den Herrn ganz vertrüht, in am gehorsam wir, aus Gott am raubt sein Land zu verloten, in no Kana anzutragen, versprügt der Herr, dort derch arm, alle Fälscher ab Erden wurden gesehnt worden. Dort meint, dort der Radar von Abraham aufstammen wird. Und so hat Gott sie niet falsch ab Erden in ganz besonderer Zweig. Derch Abraham soll dort ein Volk geben, wat Gott vertrühen und nachfolgen soll. Dit Volk wird Gott dann sein geschriebenes Wort geben, und von dit Volk wird dann auch schließlich der versprochene Radar kommen. Als ich das letzte Mal zu ihr red, sag wie wo Gott Abraham auf die Probe stellt. Hei soll seinen einzigen Sohn Isaac opfern. Als Gott sagt, dass Abraham wirklich gehorsam sein wird, schickt er einen Schopsbock, wo dann an Isaac seine Stede geopfert wird. Von der will wir dann wieder seinen, wo Gott diese Nachkommenschaft durch Isaac wiederführt. Das 24. Kapitel in 1. Mose fängt so an. Abraham wär nu 137 Jahre alt. Sarah wär mit 127 Jahren gestorben. Isaac wär so bi 37 Jahre alt und noch nicht befriedt. Abraham hat in seiner Deipet verlangen, dass Isaac auch würden Leben im Glauben führen. Hei wisst aber auch, dass wenn ein junger Mensch dort auch will, kämmt dat seiner darauf an, wat für ein Partner hei sich wählt. Todei der wird dat nicht so snü, dat de Junges allein frien fuhren. To Abraham seine Tiet, in mank viele Fälscher von der noch, donen die Älteren bestemmen, mit wem sich ihre Kinder befrien. So deit Abraham dat ook. Hei raubt seinen fersten Knacht, in seht am, wat hei für Isaac geplant hat. Und dann mög hei am versprechen, dat hei triggonen wird, nur derjenigen von seinen Brüder Nahor, von wo Abraham selbst herstammt. Bei der Freundschaft soll er dann für Isaac ne Frau fingen. Aber einem kommt vielleicht die Frage, warum er ab keinen Fall ne Frau von der Kananiter nehmen soll. Abraham wisst, dass die Kananiter Jetzen deiner wären. Dort wird dann so sein, dass die Frau ihre Jetzen wird wollen mitbringen, um die zusätzlich auch noch anzubeten. Wat Abraham hier deid, wir seier weis. Ich wunder, ob wir als Eltern unsere Abgabe auch so ernst nehmen. Sehr wie auch darüber bedürt, mit wem sich unsere Kinder befrieren? Wo können wir dort von der überhaupt daunen, wann unsere junge Menschen diese wohl selbst überloten ist? Ich hab hier ein paar Gedanken, wat wir als Eltern daunen können. Dort erste ist, dass wir unsere Kinder am Wort Gottes belehren. Dort fangt damit an, dass einer an die Geschichten aus der Bibel verlässt, wann sie noch klein sind. Wann sie dann älter wurden, dann wird an dort immer klarer, dass wir alle verloren sind und dort neidig haben, nur Jesus zu kommen, um für unsere Sünden Vergebung zu finden.
Wann wir dort taunen, dann wo wir der sienen jäst zu Kinder Gottes. Dort meint, wir sind wahre geboren worden, und können dort der in nieet, Gott will gefälliges Leben führen. Wann die Kinder so abgebracht wurden, dann wählen sie gewöhnlich auch seinen Partner, wat auch ein Kind Gottes geworden ist. Taufirken, sag ich, dort die junge Menschen sich ab der Gosse rumdrieven, und dort fingen sie dann ihren Taufchenfchen Partner. Dort ist aber nicht gesagt, dort so'n Partner wirklich ein Kind Gottes ist. Gewöhnlich ist das so, wenn sie sich ab der Gosse rumdrieven, dann sind sie gewöhnlich auch nicht Kinder Gottes. Viele Eltern leben, sie haben ihr Port gedonen, wann sie ihre Kinder dort zu bringen, dort sie sich mit Mennoniten befrieren. Dort sagt aber noch lang nicht, dort alles gut sein wird. Wie matten daran denken, dort da zwei Sorten von Mennoniten sind. Sohne, wat durch Jesus gerat sind, und sohne, wat jästlich verloren sind. Sohne, wat ihr Leben den Herrn Jesus übergeeft han, und sohne, wat an ihre eigene Kraft, in ihr eigene Schmack sennen, hoppen seilig zu worden. Dit is ein Unterscheid, so graut es Tag und Nacht. Wer durch Jesus es worden jästlich abgewagt, de post nicht gut taub mit Sohnen, wat er nuscht von weite will. Die Bibel sagt, wo können zwei taub gonen, wann sie nicht taub sterben? In 2. Korinther 6,14 sagt der Apostel Paulus so, lot ju nicht mit angeleibende taub spornen, dann wort kon Gerechtigkeit mit Ungerechtigkeit zu daunen haben. Oder wo kon Licht mit Diesternis Gemeinschaft haben? Kon Christus in Belial sterben? Wort han Geleibende mit Ungeleibende taub? Wort haft Gott sein Tempel mit Jatzen zu daunen? Wie sehen je den lebenden Gott sein Tempel, so as Gott seht, ek wo en an leben in unja an wohnlen, ek wo er Gott sehnen, in sei sellen mein Volk sehnen. Hier mocht ek besonders zu de junge Menschen reden. Dat neidigste am Leben es nicht, dat du die befriest. Dat geratste es, dat du ein Kind Gottes wurst, in seinen Wellen deist. Wann Gott hat Well, dat du die befriest, dann haft du auch wem, wat zu die post. Denk immer daran, Gott haft verdiene graute Leib, in Well verdient het baste. Erstens will er han, du sollst dienen Glauben ganz ab Jesus saten. Hei will han, du sollst sein Kind worden. Dann will hei die so leiden, dat du am Verherrlichen kost. Dor wär ihn erst dazu neidig, dat du ein eie Partner fängst, wo dat selvje erlebt haft, os du. Sauna wo den selvjen Glauben haft. Dorum kost du beten, dat der Herr die rechtig fiert. Eint is klar, dat es niemals Gott sein wellen, dat ne Geleibende sich mit den Angeleibenden befried, oder auch angedreht, dat ein Geleibender sich mit ne Angeleibende befried. Einzige junge Menschen denken gar nicht sehr genug darüber nach. Sie wollen sich so hierin befrieren, dass sie eine graute Gefahr ernähren können, was ihr Leben nachher ganz verdorben kann. Zum Beispiel, du wie eine Mial, die sich einen gewissen Jungen verleift hat. Sie selbst wie ein wahrer geborener Christ, aber der Jung wie gar nicht. Nu seht die Mial, das soll doch nichts schaden, wenn sie sich dem fried. Sei wurd am Nordichas dort zu gewinnen, dort hei sich auch den Herrn Jesus angauf. Dort ist gewöhnlich die Hoffnung von Sohnem Jalus, wo sich mit wem befrieren wollen, wo sie weiten, dort sei am Glaubensleben noch gar nicht sterben. Dort haft sich auf Ferken utgewesen, dort kragt das Jähendeil passiert. Wann sie erst befried sind, tragt die Maun ihr Eier von ihren Glauben weich, als dort hei sich durch ihr bekehrt. Lot die an diesem nicht vom Sotun verleiden. Bet, leiber, dort der Herr die Saunen schickt, wo mat du taub beten kost. Wir gonen nu träg nur an se Geschicht. Aus Obrom seinen Knecht hat wach geschickt, dann reit er mit seine Kamels nur die Stadt Nahor. Dort wie die Stadt, wo nur Obrom seinen Bruder verneimt wir. Hier wohnt viel von Obrom sin Freundschaft. Aus er betor wir, hält er bei den grauten Barm bütere Stadt stell. Dit wie ne gaude Städt stell te holen, willst du seier viele Frühes in Mejales jeder Tag je in Oven kommen, um Wotter te holen.
Als de knecht art wie den Barm zat, deid he wat zeie büte je weinelet. Hij kneid zich haan en bed, dat Gott am wiesen wud, wone mejaal hij voor Isaac bestemd had. Dit zegt ons zeie veel van Abraham zijn knecht. Hij schämt zich nicht, voor andere menschen te beden. Am wir sino abgovene zeie ernste zaak. Wann er to een levenspartner keim, dann wol hij sicher zennen, dat hij unja Gott sine Leidung stund. Dat nahm zich dan ook kracht zo ram, als hij gebet had. Als de Mijales uit de stad komen, om water te holen, vroeg de knecht, ob hij drinken kon. Dan zei de vreemde Mijal, hier, drink, en ik wou dine kameels ook drinken. Dat wier voor den ouden knecht ne grote Überraschung, dat Gott zijn gebed wordt zo kracht beantwoorden. Ik zei in diesem, wo neidig dat is, de ganze zaak met het bevrien en gebed Gott te evergeven. Kracht zo is Gott Abraham zijn knecht leiden deid, zo kan hij ook die leiden, wann du welig bist, am en deze zaak te vertrouwen. Dat jaft zoont, dat junge menschen je leven, dat wann ze zich bevrien kunnen, dann wurden ihre geratste Troubles eversennen. Einstje sind so sehr dorab uit, dat ze an nischt andere denken kennen. Dann passiert dat Verken, dat ze den ersten frien, wo du ne Gelegenheit es, aber dat es alle nicht auf dem rechten Grund geworden. Dann deit an dat noch her Verken leid, dat sie so schwind, ohne den Herrn de Frauen, sich ab Emma verbungen han. Dit is die zweite wichtige Rot. Dau am Gebet dem Herrn vertrühen, dat wann hij dat so will, dat du die befriest, hij die ook den rechten Partner jaft. De Herr hat kracht die beste früh für Isaac utgesagt. Dat erste Wort wie an Rebecca seinen, is dat sie leicht wat für andere ewig hat. Denke mal nen, wat dat meint, als sie seht, sie wird seine Kameils ook drinken. Dat wir nicht nicht lino abgauf. Wann ein Kameil gaut darstig is, kann die sehr viel Liter Wotter süpen. Hier wären mehrere Kameils. Die Barms zu der Zeit hatten an der Bannerkant eine Trab an der Kant angebüht. Die Frühs wurden dann lang diese Trab noch eingegangen, Wotter schapen und an die volle Krug ab dem Kopf nabdrehen. Dort wär schwere Arbeit, und die Rebecca dei dort ganz freiwillig. Die Knecht gaf Rebecca ein wunderschmacker goldener Ring, ein goldene Bänder für ihre Arms. Dit wiest ans Wahre, dat Gott nicht je in Strome Sachen haft. Dit wie ein Mann Gottes, in die gaf Rebecca sehr Strome Sachen. Wären die dann bloß zum Verstärken oder eine Schieflode zu bewahren? Nee, die wären zum Brocken. Die Sinn liegt je nicht an die Strome Sachen selbst, aber wurtau wie die Brocken. Brok wie die om ans Tour met Stolt te doen, oder dreig wie die uit Dankbarkeit. Kracht zo, als wann wie ons zindigs ontraken. Die Knecht vroeg er dan om nomen, en ob hij wird kennen wie ihre Eltern nacht blieben. Dan funke uit, dat zij van Abraham zijn Freundschaft wie, als sie seht, sei wie Beitueils Dochter. Sei wie Furz seier abnehmend, en kreuert am no Ernt te komen. Die Knecht konntet nicht verstohnen, dort der Herr sein Gebet so kracht erhielt hat. Dann schneide sich Herrn und seh zum Herrn, gelooft bist du, Herr, der Gott von meinen Wirt Abraham, der seine Gnaden trü und am nicht haft abhieren loten. Hei haft mir nur das Hüß von seinen Bruder geführt. Und so kam dat ram, dort Rebecca wellig wir, aus Isaac seine Brüt mit dem Knecht mitreisen. Wo schein mag dat doch gewas sein, als die Knecht mit seine Deiner in Rebecca aber Kameils en Kanaan ankäme. Die Bibel sagt uns ein bisschen davon. Isaac wird den Ofen rütgegonen ab het Fleck, um Eva alles not zu denken. Ohne Zweifel haft er auch gebet, dat der Herr den alten Knecht rechtig führen wird, so dat hij wird die rechte Brüt kriegen. Und dat is ook rechtig so. Wie derven du verbeten, dat de Herr ons met den rechten Partner für het Leben topbringen wird. Dan sagt die Bibel, dat Isaac op einmal abcheckt en sagt de Kameils kommen. Wo matte Isaac
aber auch die Rebecca sich gefreut han, als sie ihr Staubwirren in die Knecht anvertaut, wo die Herr am bi det ganze geholpen hat. Dann sagt die Schrift uns, dass die zwei sich befrieden und dass Isaac die Rebecca leib gewann. So will die Herr dort auch noch von dir auch. Sehen wollen es Emma, dass wir einen Lebenspartner fingen, mit wem taub wir können den Herrn deinen. Wie so eine Eier schenkt die Herr dort auch, dass sie sich nicht bloß bei die Chast leib haben, aber dass die leib auch fair hält. Wo sie dort von dir mit deinen Eier? Wo ist die leib, wat je jünt bij de chast versproken? Wann du von dir nuscht meier von dieser leif zu sperren is, dann licht dat het eerste om maan en nicht die früh. De schrift sagt uns, dat die eerste abgabe vom maan is, sine früh zu leiven, so es ihnen jenen lief. Verken is dat aber ganz anders. Nur de chast denkt die maan verken bloß an sich, en wat am schein jet. Hij deed zo als hij verre chast deed, als hij nog eilatzig weer. Met de vrouw kon het ook zo gonen, dat ze bloos emma eren eenen waag derg zaten wel. Bol feilen ze zich nicht meer dunno taub te reden. Dan wordt het besonders schlem, wann ze nicht meer even dort reden kennen, wat an ernstlich op m hoort is. Zo jet ne eie ganz langsam uten ein. Dort meint nicht, dat ze zich tranen, oder getrant leven, dat meint dat ze onja ein dag aus een eierpoor leven, aber ohne dat je feil, dat ze jeren taub zijn en alles taub bereden kennen. Dit is leider taub verkende faul mank ons mennen nieten. Dit is ook nicht dat bild van de biblische eier. Dat wiest bloos, wo wiet wie van Gott zijn master aufgekommen zijn. Wann du von dir noch einlatzig bist, mocht ik die Maut geben, den Herrn te vertrühen, dat hij den rechten Eierpartner für die fängt. So is de Knecht dat deid, so is du ook door even beten, en dat ganz den Herrn even loten. Wann je jünt dan eerst gefungen han, en je eerst taub spazieren, dan jeef ik für jedes Mal, wat je taub komen, dessen rot, dat je immer noch taub uit de Bibel wat verlesen en noch a blüdes taub beten. Dat wordt jünt so ernstallen, dat je nicht op arrechte Gedanken komen, en dat wordt je ne leif deiber merken, wie's bloos de Haar kan ans de rechte leif geven, wat voor dat ganze leven verhält. Wann je dort met een abrechtet hoort daunen, dan kan dat met je ne eier in seier scheinet leven taub geven, wie's de onja Gott sienen Serien steht. Aber wat voor rot jeft het versaune, wo de eier tone lost geworden is. Jeft dort in so'nem Fall überhaupt noch ne Hoffnung? Dort kann ich jo sein. Dort wird nicht von selbst. Wie matten Gott sein Master für de Eier annehmen, sonst bleibt alles beim Maulen. Gott hafte mal de Eier angeführt. Dort wären weitheit das Beste, wo ne gaude Eier geführt worden kann. Dort erste ist, dort je alle beid sicher sein, dort je jünt den Herrn überjeft han. Dort meint, je zijn durch den Glauben an Jesus waar geboren. De Bibel nennt het Verken de Bekehrung. Wo kennen Menschen, wat jästlich dood zijn, met Gott reden en hopen dat hij ihre Eier wat trecht merken? Nee, de Bekehrung is ver allem neidig. Dat tweede is, dat je anfangen taub uit de Bibel te lesen en ook darüber te reden. Dat derde is, dat je ganz open over dat reden, wat je met een ander schwor is. Wann je dat doen, dan verzeiht je ook, en dat op lüdes taub door even beden. Dan wo je merken, wo die Schwierigkeiten immer kleiner worden, en wo je Verhältnis onder een ander immer enger en beter wordt. Dit is de waag, nur niet Verhältnis. Dat worden dan ook je kinder in de nobers merken. Mocht de Herr jünt alle ne gaude, Gott wol je fel je eier schenken. Wel we noch taub beden. Leiwe Herr, ik dank die, dat du ons in dien woord klar sagst, wo de eier zennen soll. So is du obrom sien knecht halbst, so halb ook all de junge menschen, wat om befrieden denken. Halb ook all de befriede, wat in ihre eien Schwierigkeiten haben. En bova alles bed ik die, dat vele van deur ihre Horten opmerken würden,
in die naam loten. Amen. Ik wens je allen een goede weer. Abba hier.